Hallo, hier ist Staffel und? Hallo, hier ist Till. What? Wer ist denn dieser Till? Ja, Till Riffert hat sich zu mir begeben und unterstützt mich in dieser Vorstellung, die sich gewünscht wurde von Joji TM aus dem Forum. Hat sich gewünscht, wir sollen uns mal das Modern Deck von Herrn Adam Koster angucken. Ja, damit hat er den PTQ in Prag gewonnen und es ist einfach ein ganz simples blau-weißes Kontrolldeck. Ja. Das ist. Wollen wir einfach einsteigen und die Karten durchgehen, oder? Ja, simples blau-weißes Kontrolldeck ist immer so ein bisschen die Frage, weil bei Kontrolldecks fängt es ja schon beim Bauen an, wie viele One-Offs man von irgendwas spielt. Werden wir gleich noch dazu kommen. Wie ihr auch seht, befinden wir uns auf dem neuen Client und wir werden das Deck dann später für ein Daily Event ausprobieren, was ich mir gedacht habe, das kriegt so ein bisschen in solchen Fernsehshows, kriegt man also den Hinweis, bitte Kinder, probiert das nicht zu Hause aus. Oh ja. Weil wir gucken, wie viel Zeit wir haben. Wir haben ja 10 Minuten extra Zeit, dadurch, dass das in dieser Probephase ist. Und wir sehen, wie oft wir Ja. Ich austauschen. befürchte, die werden wir auch nutzen, diese 10 Minuten extra Zeit. Okay, was? Wir haben ja beide für Modern relativ viel Blau-Weiß, du besonders Blau-Weiß-Rot gespielt. Ja. Was wäre für die Liste jetzt erstmal dein Standardsache, wo du sagst, okay, da kann ich verstehen, dass es so ist, weil das sind die Spells, die da sein müssen. Also ich würde erstmal damit anfangen, ich kann gut verstehen, dass der Adam Koska Blau-Weiß und nicht Blau-Weiß-Rot gespielt hat. Nämlich der Blitzschlag ist momentan eine der Karten, die mir im Modern nicht mehr so gut gefallen. Und Path to Exile ist dafür eine der Karten, die im Modern wirklich momentan glänzen. Der Blitz ist halt schlechter geworden, weil sich jeder darauf eingestellt hat. Also Restoration Angel wird viel gespielt. Dann Deceiver Exarch lässt sich nicht sonderlich gut blitzen. Und auch gegen Pod ist der Blitz jetzt eher unbeeindruckend, wenn die Hälfte der Kreaturen Persist haben oder dann eben vom Revelark wiedergebracht werden. Daher die vier Paths sind also der absolute Standard. Space Snare ist momentan eine super wichtige, super gute Karte. Mana Leak ist klar. Eigentlich Cryptic Command ist der Grund, warum man überhaupt so ein Deck spielen würde. Also deswegen spielt man natürlich auch 4, was im UWR, ja von der Malerbasis auch immer so ein Ja. kleiner Gamble ist, ob man da hinkommt. Ja, genau. Und um diese Cryptic Commands dann zu supporten und dann Karten wie Wrath of God und Sun Titan und Kitchen Finks zu unterstützen, sind dann eben auch die Mystic Gates hier in die Deckliste gewandert. Ja, eigentlich im Wesentlichen hat man hier wieder Removal, Counter und Kreaturen. Interessant finde ich die Kitchen Finks an dieser Deckliste. Weil Kitchen Finks war jetzt lange Zeit im Modern nicht so der All-Star, gerade wegen Deathrite Shaman. Aber ich bin sehr gespannt, wie er performt. Also ich habe ihn im Sideboard von UWA ausprobiert, da hat er mich nicht so überzeugt, aber mal sehen, wie er es hier im Main Deck schafft. Glücklicherweise gibt es ja der Freitamade nicht mal. Nicht mehr. Das heißt, vielleicht hat der kleine Hutzel wieder eine Möglichkeit wiederzukommen. Was ich schön finde, ist, dass Tectonic Edge durch die Zweifarbigkeit nochmal viel besser wird, weil Ja, da stimme ich dir zu. dieser Landslot einfach kein farbiges Land mehr wegnimmt. Das heißt, es ist viel einfacher, ein farbloses Land zu spielen. Ja, und Adam Koska hat den guten Sun Titan in seine Liste integriert. Und Sun Titan plus Tectonic Edge kann manche Decks ganz schön unter Druck setzen. Auch da bin ich sehr gespannt, weil sechs Drops im Modern, die nicht in Tron-Decks gespielt werden, Ja. habe ich jetzt auch noch nicht so viele gesehen. Ja, was man auch sieht, ist, dass neben den ganzen Stables, zu denen zum Beispiel Spreading Seas wahrscheinlich nicht gehört, also Ja. sowohl Spreading Seas als auch Wall of Omen sind, naja, schon eher so eine persönliche Sache gewesen. Der Grund dafür war, dass die Konsistenz des Decks erhöht werden sollte und gerade gegen Gegner, die Discard-Effekte spielen, wollte er seine Starthand so resistent wie möglich machen und sich trotzdem noch die Option geben, in spätere Threats reinzuziehen. Ja. Also wahrscheinlich wird der Thoughtseize dann irgendeine gute Karte nehmen, wie Cryptic Command, und dann passiert es ja schon relativ häufig, dass man eine Antwort schnell suchen muss. Nicht nur behindert oder beschützt Wall of Omens man selbst, also der Effekt ist ja schon Der relativ Effekt ist gut. sehr relevant, gerade gegen Decks wie Pod oder so, wo man plötzlich sich nur noch um den Combo-Aspekt kümmern muss und sich einfach hinter der Mauer verstecken kann. Genau. Und der Card Draw ist dann sozusagen der das ganze Deck laufen lässt.
Natürlich funktioniert Wall of Opens auch relativ gut mit Restoration Engine. Das heißt, so diese kleine Engine, um nochmal sowas Ordentliches aus dem Engel rauszuholen. Er spielt jetzt insgesamt 9 Karten plus Titan, also 10 Karten, die mit dem Restoration Engine funktionieren. Ja. Das klingt relativ gut. Also das Problem ist ja, wenn man zu viele von diesen Kreaturen spielt, spielt man zu wenig von den Spells und davon will man echt viele spielen. Ja, eigentlich ist es erstaunlich, dass nur 2 Restoration Angel in dem Deck sind. Aber ich denke mal, dass da eine ganze Menge Tuning-Arbeit reingeflossen ist, um dann bei der Anzahl 2 zu landen. Weil wenn ich so aus dem Bauch heraus hier eine Restoration Angel Anzahl für das Deck angeben sollte, wäre ich eher so in der Region um die 4 rum. Wir haben, wie wir sehen, auch 6 einzelne haben, die wir hier zusammengefügt haben. Das ist aber auch schon interessant. Ich persönlich, eine meiner, ich würde sagen, Top 10 Karten ist Shadow of Dawn. Okay. Einfach weil, weil dieser Effekt so einzigartig und so überraschend kommt, dass es einfach alleine Spiele gewinnen kann. Und das Schöne ist, einfach auch in der Karte, die meisten Karten, die ich auch mag, sind relativ tot. Sehr speziell und relativ tot. Aber Shadow of Dawn zieht eine Karte. Das heißt, im Notfall sidelt man für 2. Und wenn man Glück hat, erwischt man, ich glaube, im schlimmsten Fall ein Fetchland. Ja. Oder im besten Fall. Oder man Fall. Countert das Scapeshift, also das ist sozusagen das High-End der Karte. Ja. Dann eine Revelation ist, glaube ich, relativ Standard in solchen Control-Decks geworden. Früher wollte man gern mehr spielen, irgendwann hat man dann gemerkt, mehr davon zu ziehen ist relativ schlecht. Dann das Supreme Verdict würde ich hier nicht wirklich als One-Off bezeichnen, das ist eher so der dritte Wrath. Bin ich auch ein bisschen überrascht über das eine Verdict. Ich hätte eigentlich eher den dritten Wrath, den man dann im Sideboard hat, im Main Deck erwartet. Gerade, also prinzipiell ist Wrath im Modern die bessere Karte, da es nicht viele Decks gibt, wo das uncounterbare Kreaturen töten wichtig ist und Wrath eben Truhen besiegt oder auch mal einen Welding Jar besiegen kann, wenn man gegen Affinity spielt. Also so gesehen bin ich hier ein bisschen überrascht, aber andererseits, es kostet einen nicht viel, statt dem Wrath das Verdict zu spielen, und wenn man doch mal in die Situation kommt, dass man einen uncounterbaren Wrath braucht, hat man immerhin noch Outs. Ja, also der Effekt, wo es wahrscheinlich am meisten sich zeigt, wo der Unterschied ist, wenn man beide zieht, dass man die Option hat, dann einen Supreme Verdict zu spielen, und ich glaube, er wird schon oft genug getestet haben. Also Adam ist ja einer, der sehr viel Energie in gerade Constructed Decks steckt. Ja. Was mich am meisten überrascht hat, ist ein Snapcaster Mage. Ja, das finde ich auch sehr seltsam, weil in Blau-Weiß-Rot ist der die beste Karte. Aber ich glaube, mit dem Fehlen von Blitz fehlt auch einfach noch ein weiterer billiger Spell, den man immer mit ihm flashbacken kann. Mhm. Und dann bleibt einem eigentlich, in diesem Deck, sagen wir es einfach mal so, gibt es nicht viele Spells, die ich früh flashbacken kann, weil Path habe ich nicht unbedingt früh schon gespielt. Ja. Und wenn ich dann meine Spells näher oder mein Mana League nicht gezogen habe, dann ist der Snapcaster eher tot, bis ich 6 Mana erreicht habe. So gesehen ist es verständlich, aber es ist doch überraschend. Also gerade mit der Liste ist das gar nicht so schlecht. Also besonders notwendig, dass man weniger Snapcaster mitspielt. Und das hat er auch erkannt und umgesetzt. Also es ist schon spannend, wie so mit der Evolution von manchen Entscheidungen halt auch andere Sachen beeinflusst werden. Ja, definitiv. So, kommen wir nochmal ins Sideboard. Wir haben 2 Dispel für die Control-Matchups zusammen mit Negate und wahrscheinlich Spreading Seas. Ja. Wir haben Stony Silence gegen Affinity. Ja, und gegen Tron. Um diese Cycle... um diese ganzen Artefakte abzustellen, wie Expedition Map und auch die ganzen Cycle-Artefakte. Ein Disenchant wahrscheinlich fürs Gleiche. Celestial Purge für Yund. Ja. Würde man das noch woanders bauen? Also es gibt ja jetzt immer wieder auch diese Ascension Decks, gegen die ist das sehr gut, weil es beide der Key-Karten trifft, also sowohl den Young Pyromancer als auch die Ascension selbst. Oder ein Electromancer kann es auch mal abräumen. Genau. Dann Timely Reinforcement für Burn, Mind Sensor für wahrscheinlich Tron. Ja, und Pod. Also Pod ist ja auch immer noch im Deck, und dadurch, ich glaube auch deshalb ist das Disenchant noch mit im Deck, weil man Stony Silence gegen Pod boarden, ja, kann man wahrscheinlich auch machen. Ist aber immer ein bisschen... Ja, ist eher so auf der wackeligen Seite. Und eine Wurmcore Engine. Das ist wahrscheinlich so gegen die, also wahrscheinlich gegen Pod, also die langsameren Agro-Decks, wo man auch mal den 6-Mana-Slot kommt, um
Ja, auch gegen die schnelleren Agro-Decks, da man mit Timely Reinforcements in Wurmcoil Engine, glaube ich, einfach sehr effizient den Sack zumachen kann. Das stimmt, also Wurmcoil Engine ist ja schon einer der beliebtesten Finisher, die gleichzeitig noch sehr resistent und Life-Gain haben. Also mehr will man eigentlich gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Da, wenn man sich die neue 6-Mana-Wurmcoil-Engine anguckt, da weiß man schon, was man früher für Vorteile hatte. Ja, damals, als wir noch Titan Magic Als gespielt wir noch haben. richtige 6-Drops hatten, genau. Okay, ja, wir werden sehen, das ist das Deck. Ich freue mich richtig. Und dann sehen wir uns gleich zur Runde 1.